und willkommen zurück bei Feed the Beast und so. Mit Leuten. Oh. We are people. Hauptsächlich jetzt. Dem Alex Tifendris und dem Schreihals. Hallo. Und ich werde jetzt diese Redstone Engines nehmen und diese Pumpen und werde mich in meine Höhle begeben, während der Sebastian mit seinen Ingots spielt. Ja. Nimm ein Taschentuch, Sebastian. Wieso? Was ist gerade mit meiner Framerate? Die Ingots sind passiert? Nicht feucht. Dann ist es ja gut. Was? Flache Nacken. Irgendwie. Ah, ich glaube, ich sollte mal eben kurz. Sekunde. So lustig das jetzt war. Ich muss einmal kurz die Aufnahme unterbrechen und dann wieder starten. Bis gleich. Da sind wir wieder. Ich kann an der Framerate gerade irgendwie nichts ändern. Das tut mir aufrichtig leid. Ich glaube, dass es an unseren Item-Frames liegt. Behaupte ich jetzt einfach mal. Keine Ahnung. Das ist das Einzige, was mir einfällt. Jetzt haben wir hier irgendwie, was habe ich hier, 17 FPS? Gucken. Bisschen was umstellen hier, gucken. Oh mein Gott, mal Render Distance Tiny hier. So. Haben wir ein paar mehr FPS. Ich muss ja gerade eh nur den Raum sehen. Gut. Und zwar ist hier unsere neue Wasserversorgung für alle Sachen, die so Wasser brauchen, hinkommen. Ich habe hier bis jetzt ein bisschen was vorbereitet, nur die Rohre schon mal hingemacht und die Wasserbecken sowie hier den Tank. Und werde jetzt anfangen, hier die Pumpen aufzustellen. Mehr passiert hier jetzt erstmal nicht. Offensichtlich hat auch kein anderer was zu sagen. Ich finde das nicht okay. Ich bin zutiefst schockiert und bestürzt über die aktuellen Ereignisse. Und wir wollen, dass sowas in Zukunft nicht wieder vorkommt. Also hier die Kommentarlosigkeit meinerseits, unsererseits. Und an dieser Stelle möchte ich noch ganz herzlich meine Mutter grüßen. Und Suddenly Drama. So. Jetzt kommen die Redstone Engines an die Pumpen. Der Kobelstein hier kommt ab, ne? Den kann ich. Ja, den könntest du wegmachen, ja. Dann bin ich mal so frei. Der war nur dazu da, um die Pumpen zu platzieren. Also das sollte auch erstmal reichen für alles, was wir noch so bauen, weil aktuell haben wir ja weniger Wasserpumpen insgesamt. Ergo sollte das eigentlich dafür sorgen, dass wir erstmal genug Wasserversorgung haben. Unter dem Steel Tank da hinten in der Wand befindet sich ein Ender Tank. Der dann einfach abgegriffen wird von einzelnen Systemen. Das Gegenstück habe ich hier im Inventar. Da ist auch schon Wasser drin. Habe ich auch schon getestet, ob das anscheinend nicht abläuft und alles. Nicht schlecht. Hatte ich noch eine kurze Diskussion mit den Liquiducts mal wieder. Weil die nicht so wollten. Ja, irgendwie wollten die nicht so, wie ich das wollte. Die Diskussion erfolgreich verlaufen? Und wenn ja, warum nicht? Ja, sie ist zum Glück erfolgreich verlaufen, sonst wäre jetzt kein Wasser in dem Tank. Sieht auf jeden Fall gut aus. Also. Wolltest du sie von deiner Meinung überzeugen oder hast du dann gemacht, was sie wollten? Ich habe versucht, sie von meiner Meinung zu überzeugen und habe dann das gemacht, was sie wollten. Okay. Es war so ein Rohr, also ein Block langes Rohr und egal, ob, was ich sie eingestellt habe, wollten sie halt nicht und das fanden die nicht so toll. Dann habe ich halt auf zwei Blöcke geändert und dann das eine Ende einzeln umgestellt, weil wenn man jetzt irgendwie die eine lange Pipe hat und die umstellt, dann will der halt von beiden Seiten rausziehen. So, ja. Das ist halt irgendwie sehr. Das hat man auch schon ein paar Mal hier das Problem. Sehr kontraproduktiv. Was gibt es für Fenris? Du hast dich dann also den Liquiduct Overlords gebeugt. Ja. Du
folgst jetzt ihren Befehlen. Exakt. Und hab mir gedacht, bevor ich jetzt da irgendwie versuche, irgendwas zu machen, was eh nicht funktioniert, lassen wir das mal sein. Nevermore, wir können Neox nicht mehr vertrauen. Geht nicht mehr. Wir müssen ihn beseitigen. Beseitigen auch noch gleich. Aber du bist ein bisschen aggressiv veranlagt Was, wie? heute. So, jetzt bestelle ich mir hier ein wenig, weil ich kann eigentlich schon mal die Rohre anschließen. Wir lassen es wie ein Unfall aussehen. Es wird ganz natürlich sein. Jeder hantiert mal aus Versehen mit Lava und TNT rum. Ich meine, das ist normal. Nein. Unfälle passieren. Ich glaube, er kann Gedanken lesen. Ich glaube, wir können diesen Plan nicht weiter verfolgen. Nope. Glas. Nichts, was ich auslagern kann So, hier. Liquiduct an allem dran. Ja, habe ich getan. Jetzt kommt der Ich spannende gucke mir gerade Teil. unsere Trophies an. Schöne Trophy. Tolle Karte. Tolle Karte. Tolle Trophy. Wobei, da fehlen noch ein paar Trophies. Ach echt, Beziehungsweise gibt's noch? eine, von der ich noch weiß, auch noch aus dem Twilight. Also eine mindestens noch. Okay. Dafür müsste ich, das würde ich dann wahrscheinlich in der nächsten Episode machen, mich auf die Suche nach dem Naga Courtyard begeben. Oho, was kann das Tolles? Es gibt spezielle Naga-Blöcke, also so Steinblöcke, die dann eine Art Schlangenform bilden. Sehen ganz witzig aus, die Dinger. Naja, und auf dem Naga-Kordel ist dann natürlich hier dieses riesige Naga-Vieh, also so eine riesige Schlange. Und ja, kann man kaputt machen. Das heißt, solange es nicht wieder anfängt, unseren Helm zu fressen, wie ein anderes Mob. Ich weiß nicht, wovon du sprichst. Ich auch nicht. Doch, ich weiß es eigentlich schon. Das Kabel aufbauen könnte tatsächlich etwas Zeit verschlingen. Du bist noch da beschäftigt. Ich würde dann nämlich schon mal im Suchen dann, würde ich nicht so lange mit der Suche dann Zeit verschwenden in der nächsten Episode. Tun Sie dies. Very well. Womit kann man die Spawner nochmal abbauen? Force Wrench? Yep. Gut, ich habe mir einen mitgenommen. Force Wrench müsste das können. So. Dann werfe ich mal einen Blick auf die Karte. Tolle Blank Karte. Magic Map. Gib mir diesen Hebel. Hebel, wo bist du? Da bist du. Oh, das lief jetzt gerade irgendwie ein bisschen schief. Jetzt muss ich ja noch die ganzen Inputs umstellen, weil das Weiß ja irgendwie nicht richtig funktioniert, sagtest du, Sebastian. Ja, also das funktioniert schon richtig, aber du hast es halt schlecht unter Kontrolle, weil halt alles erstmal standardmäßig weiß ist. Und dann halt irgendwo random durch eine Wand oder was auch immer da Redstone-Signal an irgendeinem Stein anliegt oder so, der geht dann halt erstmal auf weiß. Ja, okay, klar. Oh, ich kann schon mal eine Sache bestätigen, und zwar scheint es so, dass die Bossgegner neu spawnen. Also ich habe jetzt wieder bei unserem Wegpunkt von dem einen Tower, habe ich jetzt wieder die HP-Leiste vom Twilight Lich auf dem Screen. Er ist zurückgekehrt. Oh mein Gott. Ha, wenn das der, dann können wir uns einen ganzen Raum voller Trophäen von denen knallen. Cable-Only-Mode. Also irgendwie ist das eine ziemliche Frickelei mit dem
Hallo, Serverlag? Sehr schön, dich nochmal kennenzulernen. Das weg, dann die Dinger da hoch. Alter, was tut es denn? Kabel, gehorche mir. Also irgendwie will es Jetzt sich ist gerade. gerade irgendwie kaputt. Ja, also die Inputfarbe lässt sich auch einfach nicht umstellen gerade. Ja, im Moment geht nichts. Ah, es hat mich vom Server geworfen. Oh. Bis gleich. So, wieder da. Oh, da hat sich das Unterbrechen ja gelohnt für 5 Sekunden. Jupp. Sagt er auch noch ja. Jupp. Frech. Ah, es funktioniert aber auch schon wieder Es nicht geht schon richtig. wieder nicht, ja. Ah, schmeiß alle. Ach nee, wir sind eh alleine. Ja, nee, der Rico ist noch da. Wer weiß, was der da macht. Nimmt irgendwas mit Wasser. Irgendwas, was den Server umbringt. Das ist besonders toll, wenn man versucht, Kabel einzustellen hier. Hallo, Kabel. Was soll das? Kann hier auch gerade nichts am Na, Kabel ändern. übelster Chunkler, ah ne, jetzt. Oder weil der Fenris gerade Chunks generiert. Weil ich gerade durch den Twilight Forest gehe, wohlgemerkt gehe. Ich fliege nicht, ich renne nicht, ich gehe, lustigerweise. Ja, aber da, wo noch keiner war, anscheinend. Boldly go, where no Minecraft-Player had gone before. Jetzt gerade geht's wieder ein bisschen. Ist es eventuell das Suchen auf zwischen den Aufnahmen verschieben? Irgendwie lässt sich Kabel so erstaunlich schlecht einstellen. Nun gut, ich komme zurück. Jetzt gerade geht's wieder. Aber jetzt aufgehört hat, neue Chunks zu regenerieren. Gib mir das Kabel. Junge. Da einmal das, da einmal das. So, dann müsste das jetzt hier. Zack. Und ja, es tut es. Muss ich die Liquiducts an den Pumpen umstellen? Nee, ne? An den Pumpen glaube ich nicht, ne. Da kann immer Wasser reinfließen, außer man stellt sie halt auf einen auf Ausgang raussaugen quasi und macht kein Redstone-Signal dran. Ah, okay. Dann sind sie auch blockiert. Na dann sollte das funktionieren. Das ist quasi nicht Ein- und Ausgang, sondern Ausgang und offen. Ja, gut. Unbestimmt. So, oder was auch immer. Okay, ich werde wohl noch neue Kabel craften müssen.
Oh Oh nein. nein. Jetzt geht das mit den nächsten Lags wieder los. Ja. Das ist dann gleich der nächste Schuld. Ich bin unschuldig, ich stehe nur in der Ecke und spiele mit meinem Schwert. Möchtest Läuft die du Aufnahme eigentlich noch? ja. I see. Möchtest du diese Nein. Aussage nochmal überdenken können? Nein. Die entspricht der Okay. Wahrheit. Ich spiele mit meinem Schwert. Nimm Taschentücher. Nimm Oder wie Taschentücher. war das? Ja. Oh, du Kabel. Ist ja schlimm, ey. Kabel dient bestimmt dem falschen Propheten. Kabel kann mich mal kreuzweise. Es ist Anhänger des Domfossils. Ich würde ihm nicht trauen. Nicht. Nope. Das Hm. Helix-Fossil wird uns retten. Ich glaube nicht. Er ist sogar wieder auferstanden aus dem Helix-Fossil. Komische Dinge geschehen. Felix Komische Fossil Dinge wird alle geschehen. umbringen. What's up? Am Ende wird es sein wahres Gesicht zeigen. Dann ist G es. g gibt es eigentlich so einen Mod für Minecraft irgendwie, der noch irgendwelche Fossilien beinhaltet, die man ausgraben kann und Stuff? Das weiß ich nicht. Ganz ehrlich. Ich weiß nur, dass es Pokémon-Mods gibt. Ja gut, aber so, keine Ahnung so. So, Archäologen-Mods. Ja, Keine Ahnung. Archaeology. Higgs? Ja, stuff happened. Archäologie Das Higgs? hörte sich an, als hätte fast das Mittagessen nochmal Hallo gesagt. Vielleicht hat es das versucht. gab rotes Thai Curry, es war sehr lecker. Ich glaube nicht, dass es die Fähigkeit hat, sich zu erheben. Naja, wer weiß. Super spannendes Kabel einstellen. Oh yeah. Mit dem Neox und dem Nevermore. Es braucht seinen eigenen Jingle. Super toll. Toll. Tolles Tolles Kabel. Kabel. Ja. Da bin ich jetzt mal gespannt, wie das in der Aufnahme ist. Kanon. Naja, bezüglich Zeit versetzt und so. Also ich habe ihn zumindest gleichzeitig reden hören bei Ich dich mir. auch. Also das hat jetzt soweit geklappt. Also zumindest jetzt hier so vom Teamspeak höher verstehen mäßigen. Stimmt, wenn du das bei dir so gehört hast, müsste das ja dann auch da auf der Aufnahme passen. Ja. Cool. This Sollte. is fucking So, awesome. ich glaube, ich. Oh, Junge, Kabel, überall Kabel. Kann ich mir davon eigentlich irgendwas sparen? Nee. Doch. Eigentlich schon. Und zwar Aber immer die Seite hier. Ein bisschen Kabel sparen. Wir haben ja so wenig Ressourcen, wie wir alle wissen. was gar nichts mehr da. Absolut leer geplündert, das Ding hier. Oh mein Oh, Gott. Kohle. Kohle. Reißt Mal er hier die gucken. Butze auseinander? Die Butze. Die Hose oder was? Die Butze. Reißt er seine Putz. Hosen auseinander? Warum? Keine Ahnung. Welche Warum? sind ihm zu eng geworden? Warum läuft diese Redstone Engine hier jetzt nicht? Was soll das? Macht sie, um dich zu trollen.
In Wirklichkeit laufen sie. Hä? Warum? Was ist denn jetzt hier los? What happened and why? Das versuche ich gerade herauszufinden. Weil das ist nämlich gerade ein bisschen unverständlich für mich. Vielleicht können wir zumindest erste Denkanstöße liefern. Was ist, oh, irgendwie so ein bisschen laggy jetzt hier wieder gerade. Wieso? Wieso? Why? So, hier laufen Felix alle. Fossil hat uns verlassen. Felix Fossil. Das Felix Fossil. Ich mag das Felix Fossil. Liegt das am Lag oder? Ich meine, die Sachen, Leider keine die. neuen Chunks, die waren hier schon. Naja, jetzt funktioniert es wieder. Keine Ahnung, was Wow. da los war. Das ist irgendwie sehr eigenartig. Ja. Unnützes Kabel rausnehmen. Ich merke das schon, die Folge wird super spannend. Ja, übelst. Spannung pur. Alle sitzen auf der Kante ihres Sitzes. Zähne werden geknirscht. Keiner kann sich mehr zurückhalten. Diese Wurmmehl. Spannung. Mit Ausrasten. Das passiert in der nächsten Episode. Neox verlegt ein Kabel. Nicht nur eins, aber Ja. voll hardcore. Ich verlege mehrere Kabel. No. Weg. So, TIN funktioniert auch. TIN funktioniert, hat es vorher nicht funktioniert. Was? Der das aus dem anderen Mod hat. Ah, okay. Umwandeln. Crafting. Muss ich nur gucken. Ach so, ich habe hier noch kein Rezept gehen. Nochmal das. Manchmal ist das mit dem Umstellen von den Farben und den Kabel ein bisschen sehr frickelig gemacht. So, jetzt müssten die auch laufen. Sehr schön. Der Tank füllt sich. Ich bin begeistert. Wie viel Zeit haben wir eigentlich noch? Wir sollten so langsam zum Ende kommen. Das Problem ist, ich bin jetzt so nicht ganz mit der Zeit hinterhergekommen bei der Beobachtung, weil zwischenzeitlich so hier Aufnahme, Stopp und Ja, Pi mal Daumen halt. Au. Pi mal Klön. Daumen können wir uns so langsam, glaube ich, mal verabschieden. Okay. Während. Tschö, liebe Zuschauer. Okay. Während ich jetzt hier noch weiter Kabel platziere und das vermutlich die nächsten 3 Jahre noch machen werde, weil es ja auch überhaupt nicht aufwendig ist oder so, sage ich schon mal danke fürs Zuschauen und wir sehen uns wieder in der nächsten Episode. Wie immer, lasst positives als auch negatives Feedback bitte in der dafür vorgesehenen Kommentarsektion und ich lasse die anderen noch Tschö sagen. Noch tschö.